Heute seht ihr das. Ich mache die ganze restliche Fahrt jetzt nur noch die Augen zu. Es ist urarg. Das ist schlimm, das ist echt schlimm. Oh, nein, das ist heftig. Und ihr seht eine Geisterbahn-Backstage-Tour. Das hier ist unsere Werkstatt. Und hier haben wir auch noch einige Sachen, die wir noch nicht in der Bahn haben. Das seht ihr jetzt exklusiv als Erste. Hey, jetzt gibt es die neuen Halloween-Designs von Ilias Welt bei uns im Shop. Knallige Farben und praktische Taschen. Schließlich sammelt man ja Süßes oder es gibt Saures. Also schaut gerne im Shop vorbei. iliaswelt.shop. Und jetzt viel Spaß beim Video. Hallo meine Lieben und willkommen in Ilias Welt mit Abel. Genau, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Die Gruselzeit nimmt jetzt ein Ende und hat den Höhepunkt erreicht. Und deswegen haben die Armen und ich gedacht, wir legen heute nochmal richtig rein. Und zwar, was nicht alle Städte haben, aber Wien, Gott sei Dank, ist einen eigenen Freizeitpark. Wir in Wien haben hier den Wiener Würstelbrater, also den Wiener Brater. Und es ist wirklich so wunderschön hier. Hier seht ihr mal im Hintergrund, wie das ausschaut. Wow. Es ist wirklich so unglaublich cool und die Armen und ich haben uns gedacht, wir fahren heute einfach alle Geisterbahnen, die es im Prater gibt. Aber das natürlich nicht alleine, sondern mit Tamos und Adreo. Mal schauen, ob sie sich das trauen, ob sie dann schon beim ersten Mal sagen, hilf, ich mag nicht mehr, oder ob sie sagen, wuhu, nächste Bahn, nächste Bahn. Armin, traust du dich das? Ja. Ja, gut. Wir werden sehen. Los geht's. So, das sind sie nun, unsere zwei kleinen Brüder, der Adreo und der Tamos. Und unsere zwei großen Brüder, Tim und Denea, sind auch noch da. Jo. Zur Sicherheit. Also, seid ihr bereit für die erste Geisterbahn? Ja, okay, dann los geht's. Kommt. Die erste Bahn ist das Geisterschloss. Na, das hört sich schon gut an. Ich bin gespannt. Ja, alles besetzt. Und so weiter. Wie das in Geisterbahnen halt so üblich ist, können wir nicht alle gemeinsam fahren. Wir teilen uns mal auf und los geht's. Boah, jetzt geht's los. Jetzt geht's gleich los. Ich hoffe, ich lasse das Handy nicht fallen. Die Kamera, ui, da ist schon, ui. Andrea, schau her. Leider haben Arvin und ich nicht besonders starke Nerven. Arvin schreit jedenfalls viel. Aber ich weiß nicht, wo ich besser bin. Atreo ist eigentlich ziemlich cool. Tamos hingegen versteckt sich lieber. Oh!
Boah, die ist ganz schön lang. Kurz frische Luft schnappen und weiter geht's. Wow, ich seh nichts. Ich seh nichts. Wow! Oh, oh. Oh. Nein. Ich hab Angst, dass da irgendwas runterhängt. Arvins Team ist durch. Wir noch lange nicht. Das Beste kommt hier zum Schluss. Der Grund, warum ich so schreie, ist einfach. Na, das Geisterschloss war schon mal ein guter Anfang. Sehr gruselig, ist auch echt lange. Ja. Wie hat es dir gefallen? Gruselig. Gruselig. Der Taurus hatte so Angst, hat die ganze Zeit nur so gemacht. Hat sich so gefürchtet. Man hat unser Schreien gehört und die Geräusche. Das hat ihm gefallen. Also es war ziemlich lang und es war immer so dunkel, man wusste nicht, was davor ist. Vor allem, wenn die Lichter immer so kurz davor angehen, sonst also sieht es immer so im letzten Moment so, was dabei zukommt. Ja, das ist krass. Das Schlimmste bei uns war, es ist einfach die Lampe ausgegangen. Es ist einfach dunkel. Ja, das ist normal, der Geist. Gut. Okay. Nächste. Am Abend durch den Prater zu spazieren, ist einfach so wunderschön. Die Lichter, die vielen Bahnen, der Geruch, sehr romantisch. Romantisch, bis man hierher kommt. Die nächste Geisterbahn heißt Hotel Psycho und die ist aber erst ab 12, das heißt, die Kleinen dürfen nicht mitfahren. Aber wenn wir 19, dann dürfen wir mitfahren. Okay, das heißt, einer von den Großen darf mit mir mitfahren. Wer? Nein, zwei. Gehen wir beide mit, oder? Die Kleinen gehen mit Mama inzwischen in den Nachbarladen. Hier ist es auch cool. Sag mal, fährt die nur rückwärts, die Bahn? Ah nein, sie nimmt Anlauf. Und Arvin schreit. Bei uns ist es inzwischen grauenhaft und ich komme aus dem Schreien nicht mehr raus. Ineas ist auch etwas angespannt. Ich
gesagt, ich mache die ganze restliche Fahrt dazu noch die Augen zu. Es ist urarg. Das ist schlimm, das ist echt schlimm. Oh nein, das ist heftig. Ja, es geht noch weiter. Und zwar rückwärts. Nein. Rückwärts ist immer schwierig. Ja, das ist wirklich. Aber es dreht sich dann immer schon die Lampe vor. Wenigstens gibt's was zum Lachen zum Schluss. Ein Foto mit unserem Dad. Es ist wirklich schlimm. Ich habe jetzt fast gar keine Stimme mehr vom ganzen Schreien. Ich habe mich so viel erschreckt. Ich habe mich so erschreckt, dass mein Muskel hier, der ist halt so gezittert schon die ganze Zeit. Es war echt schlimm. Krass. Man hat alles gesehen. Ich habe mich sehr erschrocken. Es ist eine sehr gute Geisterbahn. Also zum Erschrecken wirklich. Ich habe Angst bekommen von dir. Mal schauen, ob ich die anderen Geisterbahnen noch überlebe. Wirklich, diese Geisterbahn ist heftig. Also ich habe gerade noch gehört, das ist die schlimmste Geisterbahn, die es in Europa gibt. Und es ist wirklich, wirklich erlebenswert, Leute. Jede Fahrt ist anders. Also zum Beispiel, wo sind jetzt... Ja, während der Fahrt sind Sachen nicht angegangen, sind dann gehen dann bei anderen anders, bei anderen Fahrten. Ja, immer eine andere Fahrt. Und ich habe auch gehört, ab 20 Uhr wird es noch schlimmer, weil ein paar Effekte noch mehr sind und so. Noch musiger und nachher fahren wir gleich nochmal. Ich bin froh, dass ich die nicht erlebt habe, weil ich glaube, ich wäre dann sonst... Wahnsinn, wirklich, die merke ich mir. Jetzt gehen wir weiter. Weiter? Ja. Weiter geht's durch den Prater auf der Suche nach der nächsten Bahn. Und da muss man nicht lange suchen. Ich trau dir nicht. Das sieht doch echt cool aus. Schau, da vorne hat er sogar eine Windel an. Nein, der da, der oben da. Der mit der Sense? Mhm. Stellen Sie sich zusammen. Seid ihr bereit? Hui, ganz schön grün hier. Nein! Let's go! Lustig. Aber nun kommen wir zu einer besonderen Bahn hier im Prater. So, das hier ist die älteste und längste Geisterbahn im ganzen Prater und auf die freuen wir uns ja schon besonders. Ja, ja, komm, fahr mal. Kommt auf. Besonders cool ist hier das Licht. Das macht echt Lust auf Tanzen.
zur Geisterbahn. Was ist das? Ein Chip, Chip, damit du reinkommst. Ja? Fragen wir Mimi? So. Kannst du fahren? Ja. Ja? Das geht gleich los. Ich sehe nichts. Kommt man mal an die frische Luft. Die Brücke ist ein besonderes Highlight, bei der man glaubt abzustürzen. Pause und weiter geht's. Wow. Fertig. Aber Arwen, Tamus und Ineas sind noch unterwegs. Ich habe Angst. Also ich fand sie richtig cool. Ja. Und ihr? Ja, das war cool, war schon echt lange. So geil. Was fand ihr am schlimmsten? Die Brücke hat mir auch wirklich sehr gut gefallen, aber das am Anfang war schlimm. Mir dann besten gefallen dieses, wo dann so und dann so runter geht. Also die Brücke. Mir hat besten gefallen das mit den Mumien und das mit der Brücke. Sehr cool. So Leute, jetzt habe ich noch eine kleine Überraschung für euch. Und zwar, ich habe was gecheckt. Wir dürfen jetzt noch eine Backstage-Tour machen. Wow. Also cool, mit geil. Licht und so. Cool. Das wäre cool. Cool. Ja. 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 Nochmal? Ja. 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 Okay. Ja. Los. So, wenn ich euch kurz vorstellen darf, das ist der Olli. Der kennt die Geisterbahn wie seine Westentasche und der führt uns jetzt rum. Backstage. Okay. Woo. Ja, das hier ist unsere Werkstatt und hier haben wir auch noch einige Sachen, die wir noch nicht in der Bahn haben. Das seht ihr jetzt exklusiv als erste. Oh, kommen die noch rein? Oder? Genau, die bauen wir jetzt für Halloween nämlich ein, alle. Sehr cool, aber der ist creepy.
Mit den Beinen. Das ging jetzt aber gerade aus mit der Höhe, würde ich sagen. Ja. Kopf war eh schon in der Hand, deswegen. Ja. Ja, gruselig. Und das ist hier. Ab! Ah, guck mal. So, dann geht's hier weiter. Ah! Das ist Disco Girl. Ja. Gefärbten. Ja. Longshirt. Alles cool im Licht und gar nicht so gruselig. Aber dann gibt es da noch diese eine Türe. Nicht, dass das jetzt offen. Schau doch mal nach, wo du rauskommst. Da. Ja. Ah. Dieser Beat ist schlimm. Achtung, Achtung. Die ist schlimm, die springt nämlich nach vorne. Die ist schlimm. Da ist eine Riesenspinne. Oh. Die habe ich gar nicht gesehen. Ich habe die auch nicht gesehen. Und was ist das hier am Boden? Diese Teile, die rausschauen? Das sind unsere Sensoren. Mhm. Und zwar fährt der Wagen da drüber und löst damit entweder einen Effekt aus oder Licht. Aber die meisten Effekte bei uns werden damit ausgelöst. Mhm. Da fährt der Wagen gegen. Oh! Oh. Okay. Okay. Ah, okay. Cool, sehr cool. Auch mal wieder was Neues gelernt. Das wusste ich gar nicht. Ich wusste auch gar nicht von diesen Sensoren. Aber die lösen meistens das Licht aus, oder? Genau, die lösen das Licht meistens aus oder einen Effekt bei den neueren Sachen. Nur die Bahn, die ist halt von 1952. Was? Ist 1984 einmal komplett abgebrannt. Echt? Aber solche Sachen waren original schon verbaut 1952. Oh, sehr cool. Geht das auch bei der Mumie? Bei der Mumie. Wie meinst du die Mumie? Meinst du die? Die Sonne? Ja. Wieder? Da? Achtung, Meinst du die? Schön so im Licht. Aber damit alles wieder seine Ordnung hat, steckt Olli den Sound wieder an. Nicht, dass die Nächsten sich nicht fürchten. Also das ist echt eine geniale Führung. Vielen Dank. Wirklich cool. Ja. Echt cool in den Kulissen. Ich wusste das alles gar nicht mit echt den Effekten. Danke, das Olli. Cool gemacht. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Das ist wirklich sehr cool. Sehr cool. Super Führung. Dankeschön. Das ist echt krass, das mal so von hinten zu sehen, so, wie diese ganzen Sachen funktionieren, die ganzen Scary Moves und ja, Jumpscares und das ist alles ja. Gut. Das ist schon krass, echt gut. Jetzt haben wir noch eine Runde Baby Neon Autodrom. Wir brauchen was Beruhigendes für die Nerven. Das macht immer am meisten Spaß, Autodrom. Hat es dir Spaß gemacht? Ja, es war richtig cool. Ein bisschen gruselig, aber es war cool. Mir hat es auch richtig viel Spaß gemacht und natürlich war es auch ein bisschen gruselig. Vielen Dank an den Olli und an die Keudel,
Vergnügungsbetrieb. Uns hat es mega viel Spaß gemacht. Vielen Dank dafür. Und Leute, wenn ihr mal in Wien seid, dann geht in den Prater. Es ist wirklich so cool, auch wenn ihr nichts fahrt. Es ist einfach mega cool. Und die bunten Lichter, es ist einfach so schön, weil das sind auch, also nur Regenbogen alles und auch sehr viele Lichter. Und dieser Geruch ist auch einfach so mega. Und auch wenn man nur Zuckerwatte isst und sich umschaut, es macht einfach mega viel Spaß. Und jetzt könnt ihr auch noch unter meinem neuen Instagram-Post schreiben oder in der Community, welche Geisterbahn ihr euch am wenigsten getraut hättet zu fahren. Das würde uns jetzt echt interessieren. Also wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Tschüss!